So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Assassin's Creed Origins und natürlich der neuen Prüfung der Götter und ihr könnt jetzt Sobek auf schwer besiegen. Ihr seht es hier oben schon, wie immer habt ihr jetzt wieder 6 Tage Zeit. Wenn ihr die Sache mit auf normal besiegt, dann kriegt ihr natürlich wieder die Ausrüstungsgegenstände für die Ausrüstungen aus dem Anubis Set. Und ich kann es euch nochmal hier zeigen, hier das blaue und natürlich das rote Set. Und je nachdem, wie weit ihr seid oder wie oft ihr Götter besiegt habt, kriegt ihr dann natürlich verschiedene Ausrüstungen und Waffen. Wie immer, ihr kriegt zuerst ein Schwert oder ja, je nachdem, wie weit ihr seid, dann normalerweise das Zepter. Dann kriegt ihr einen Bogen und dann kriegt ihr noch ein Schild. Und wenn ihr die Sachen habt, dann bekommt ihr dieses Set. Also dann bekommt ihr das Set komplett. Und ja, es gibt aber noch dazu, zu dieser Herausforderung, das muss ich immer wieder sagen, weil immer wieder in meinen Videos danach gefragt wird. Ihr müsst natürlich, dadurch, dass auch eine Community-Herausforderung dazu gestartet wird, müsst ihr dann immer auf Ubisoft Club diese Community-Herausforderung bestätigen. Also ihr müsst dort teilnehmen. Also ihr seht jetzt hier Prüfung der Götter, das wird immer eine komplett neue Community-Herausforderung gestartet. Und dann müsst ihr, wenn ihr dort teilnimmt, also ihr müsst einen der Götter besiegen oder beide am besten, also ich kann euch immer empfehlen, beide zu besiegen. Und wenn ihr das nicht machen könnt zum Beispiel, also nicht Sobek auf schwer besiegen könnt, dann müsst ihr einfach, wenn diese Tage vorbei sind, also wenn diese 6 Tage vorbei sind, wie ihr es hier seht, ne, 6 Tage haben wir jetzt noch Zeit, wenn diese 6 Tage vorbei sind, dann müsst ihr in Ubisoft Club gehen und einfach einmal diese Herausforderung bestätigen und dann eure Belohnung einsammeln. Denn wenn ihr das nicht tut, dann kriegt ihr auch keine Belohnung. Und deswegen solltet ihr immer dran denken, zu jeder Götterprüfung gibt es immer eine Community-Herausforderung und dann schaltet ihr das auch frei, was ihr im Spiel eben bekommen könnt. Also diese Schwerter, Rüstung und so weiter. Und wie gesagt, wir werden uns jetzt Sobek vornehmen auf schwer und werden den mal besiegen und dann schauen wir, was ich für eine Ausrüstung bekomme. Ich denke mal, ich werde einen Bogen oder ein Schild bekommen, weil ich habe jetzt schon das Schwert und das Zepter habe ich schon. Und wir werden jetzt mal schauen, was ich als nächstes bekomme. Und wir werden auch gleich zu Sobek hingehen. Sollte eigentlich kein Problem sein, der ist hier oben, wie immer. Und für viele von euch, die das ja schon öfter gemacht haben, werdet ihr schon kennen, wie das abläuft, ne? Ihr müsst hier hochreisen. Jetzt schaue ich mal, wo gehe ich da am besten hin. Ich gehe am besten hier hin. Und dann könnt ihr natürlich die Prüfung machen. Ich kann jetzt noch mal ganz kurz nachschauen, wie lange die Prüfung geht. Ich muss mal kurz hier gucken. Die Herausforderung von Assassin's Creed Origins. So, alle verfügbaren Herausforderungen kann ich euch kurz sagen, wie viel Kills wir machen müssen insgesamt. Genau, also die PS4-Community muss 250.000 Kills machen. Und dann haben wir die Community-Herausforderung geschafft. Ich muss kurz gucken, dass ich das markiere. So, hier markieren wir das. Und wie gesagt, die Götterprüfungen, die kehren immer wieder zurück. Also selbst wenn ihr mal keine Zeit habt, die zu machen, die Prüfungen werden immer wieder neu gestartet und immer wieder aufs Neue gemacht. Es soll auch, zumindest habe ich das gehört, es ist ein Gerücht, es wird auch noch ein vierter Gott irgendwann dazukommen. Und es wird wahrscheinlich Horus sein oder so. Aber es wird definitiv irgendwann noch ein vierter Gott in diese Riege mit reinkommen. Und dann wird man 4 verschiedene Götter haben, die man besiegen kann. Und wie gesagt, falls ihr keine Zeit dazu habt, diese Götterprüfungen werden immer wieder wiederholt und immer wieder neu gestartet. Ich denke mal, die nächste Woche dann, also nächste Woche, wird glaube ich dann nochmal eine stattfinden, denn die haben ja gesagt, bis Ende März wird es die Prüfungen geben. Und da bin ich mal gespannt, wer dann wieder da ist. Aber jetzt sind es hier Sobek auf schwer und den werden wir uns jetzt mal vornehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich denke mal schon, aber bin jetzt ziemlich hoch gelevelt. Ich habe jetzt auch alles durch. Ich habe den DLC durch, Fluch der Pharaonen. Ich habe das Spiel durch und sonst alles auf 100%. Also eigentlich sollte das klappen. Und dann schauen wir mal, ob wir den hinbekommen. Und wie gesagt, immer als Erinnerung an euch, ihr müsst immer, wenn ihr einen Gott besiegt habt, also ihr müsst mindestens einen Gott besiegen, um an der Community-Herausforderung teilzunehmen. Und dann, wenn die Community-Herausforderung fertig ist, müsst ihr eben diese Community-Herausforderung bestätigen auf Ubisoft Club, entweder über Internet, über Handy oder eben über dem Ubisoft Club in PlayStation, also bei PlayStation einfach im Hauptmenü, wie ich es euch gezeigt habe. Ich werde es dann nochmal, nach dem Kampf werde ich es euch nochmal zeigen. Und bei Sobek, ja, da gibt es auch eigentlich die gleichen Tipps wie immer. Einfach schießen, ausweichen, ne? Immer gucken, dass ihr eure Pfeile holt und
Die Attacken kommen natürlich immer schneller rein. Jetzt treffe ich ihn gar nicht. Warum eigentlich nicht? Ich muss ein bisschen näher ran. Und dann natürlich aufpassen, wenn zum Beispiel die Gegner kommen von so weg. Hier zum Beispiel, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, ne? Hier zum Beispiel jetzt, da lässt er solche Vulkane hochsteigen. Solche am Boden. Und da müsst ihr auch aufpassen dann. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich easy. Ihr müsst einfach ausweichen, schießen und dann gucken, dass ihr halt so schnell wie möglich den Gegner nach unten bringt mit seiner Energie. Es hilft natürlich, wenn ihr starke Pfeile oder Ausrüstung dabei habt. Jetzt habe ich Pfeile verschossen, obwohl ich ihm keinen Schaden machen kann. Und dann zwischendurch spawnt er immer wieder so seine Gegner. Da könnt ihr natürlich dann mit einer Waffe, wo ihr Energie bekommt, schlagen und dann kriegt ihr immer Energie zurück. Es hilft natürlich auch, wenn ihr dann in diese Sachen reingeht, wo Sobek seine Attacken macht. Denn dann werden natürlich die ganzen Feinde niedergestreckt und dann könnt ihr euch die Feinde am Boden vornehmen und könnt dann dadurch natürlich noch mehr Schaden machen. Hier zum Beispiel, wenn das passiert, dann liegen die am Boden und sind natürlich viel leichter zu besiegen. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel, was man da als Tipp geben kann, außer starke Waffen mitnehmen und das, was man halt am besten spielen kann. Ja, also jeder hat ja so seine Vorlieben an Waffen und jeder hat ja so seine Waffen, die er am liebsten spielt. Und die nimmt man sich dann am besten mit und dann schießt man einfach. Und ihr seht es ja schon, wenn man eine Waffe hat, die viel Schaden macht, dann kann man da ordentlich Energie abziehen, wie ihr seht. Jetzt zum Beispiel hat er wieder richtig Schaden bekommen. Jetzt nehme ich hier wieder die Pfeile mit. Jetzt spawnt er auch schon wieder seine Leute, weil ich natürlich viel Schaden gemacht habe. Und er kriegt auch Schaden, wenn er den Gegnern Schaden macht. Das sieht er ja. Und das hilft natürlich enorm. Ich muss mal anvisieren. Aber diese Götterprüfungen sind eigentlich, also die kann man schon easy schaffen. Also es ist nicht so schwer. Es ist viel mit Oh, jetzt macht er Pfeile. Da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr einfach zurückgehen und dann warten, bis der Pfeilhagel vorbei ist. Wie gesagt, der trifft wieder die Gegner und dann könnt ihr natürlich leichter die Gegner besiegen, wie ihr hier auch seht. Und so, ich habe schon gedacht, der ist gestorben, aber der war dann noch am Leben. So, ich muss wieder aufpassen, weil die Pfeile kommen. Aber das geht schon. So, schnell wieder Munition holen. So, nee, das Zepter brauche ich nicht. Upsi, das war knapp. So, haben wir ihn schon bei der Hälfte. Jetzt kommt wieder Pfeilhagel, schnell wieder das Schild. So. Hier macht er wieder seine Lava-Dinger. So, nur wieder den anderen Bogen. Ja, der zieht gut ab. Der zieht auf jeden Fall gut Energie ab. So, wieder Deckung. Also es ist nicht wirklich schwer. Also zumindest, es hört sich jetzt leicht an, klar. Ich bin halt jetzt auf das maximale Level, aber wenn man wirklich so immer wieder ausweicht und dann ein Schwert dabei hat, wie zum Beispiel ein Schwert, wo Heilung bei Treffern gibt, also oder bei kritischen Treffern, dann ist das wirklich kein Problem, denn immer wenn ihr getroffen werdet, geht ihr halt zum Gegner, schlägt ihn dann und dann kriegt ihr wieder Heilung und dadurch ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann seht ihr ja, wenn die Attacken treffen, dann könnt ihr dadurch den Gegner auch schaden, den Leuten. Hier zum Beispiel kann jetzt die Superattacke machen und dann nehmen wir den schon mal weg. Und ihr seht ja jetzt, wenn ich kritische Treffer mache, dann kriege ich Heilung. Warum weicht er jetzt dauernd aus? Den auch noch. Komm schon. Ist er jetzt tot? Ja, der ist tot. Das war knapp. So, hier. Zack. So, jetzt wieder warten, bis er leuchtet natürlich. Und dann wieder schießen. Das sollte natürlich treffen. Was ich nicht tue gerade. Aber ja, es geht schon. Kriegen wir schon hin. Ist ja nicht mehr viel. Brauche ich halt wieder Pfeile für meinen bisschen stärkeren Bogen. Aber den haben wir jetzt gleich. Jetzt sollte ich schon ein bisschen aufpassen, denn
Meine Energie wird ein bisschen wenig. Pfeilhagel. Schnell weg. So. Boom. Oh. Schnell, schnell. Puh, das war knapp. Hier rüber. Muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, da hinten sind wieder Pfeile. Ups, das war knapp. Oh, schon wieder. Ja. Oh, Pfeile, Pfeile. So, wir haben ihn aber gleich. Ich bin jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger. Oh, jetzt wird es aber nochmal gefährlich hier. Komm schon. Hier bleiben. Oh. Ach, scheiße. Macht mir doch noch einmal Probleme, oder wie? Oh, oh. Schnell ausweichen. Gibt's hier irgendwo noch Pfeile? Da hinten sind noch ein paar Pfeile. Also ja, man muss halt einfach ausweichen öfter und sich nicht so oft treffen lassen, wie ich jetzt mich habe treffen lassen. Dann ist es natürlich umso leichter. Geht dann schon hin. Hoffe ich zumindest. Denn gerade stelle ich mich ein bisschen dumm an. Ja, Hammer. Geht doch. Sehr gut. Damit haben wir ihn auch besiegt. Und jetzt schauen wir mal, was wir bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und... Oh, nice. Wir haben das Outfit schon. Ja, richtig cool. Das ist ja mal der Hammer. Richtig cool. Oh, meine Pfeile stecken noch in meinem Schild. Ja, ey, richtig nice. Ich hab das Kostüm jetzt schon. Ja, dann können wir jetzt schon das Schild ausrüsten und alles. Das ist hier jetzt sogar richtig stark. Wenn die Verschlingerin der Toten dein Herz zerreißt, ist dein K dazu verdammt, auf ewig unterzuwandern. Boah, richtig krass. Das Schild sieht ja voll hammergeil aus. Den Bogen haben wir ja auch schon. Und ja, dann haben wir das Kostüm jetzt schon. Cool, cool. Rache des Anubis. Dieses Gewand trieft vor dem Blut des Anubis. Von Anubis Feinden. Yeah, richtig cool, ey. Hammer, Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt schon freischalten. Ich gehe jetzt mal zurück zum Haus, wo ich immer bin. Und gucken wir mal hier. Büro der Verdorbenen. Richtig cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir nochmal nächste Woche kämpfen müssen, um das Outfit freizuschalten. Aber jetzt haben wir es jetzt schon. Und das ist natürlich dafür, dass ich für jeden Boss, den ich auf schwer besiegt habe, kriege ich dann natürlich das Outfit. Und das Outfit sieht halt richtig cool aus. Also die Outfits generell sehen ja Hammer aus. Und ja, das Outfit bekommt ihr, wenn ihr alle Bosse auf schwer besiegt. Also Sobek, Anubis und Sachmet. Dann bekommt ihr dieses Outfit. So, jetzt gucken wir nochmal hier oben. Schauen wir mal hier hin. Dann können wir uns das Outfit nochmal genauer anschauen. Stelle mich mal so hin. So. Und dann seht ihr es hier, ne? Das ist richtig, richtig cool. Richtig blutig und alles. Also, ich finde die Outfits sehen einfach Hammer aus von Anubis. Also, da haben die wirklich einen super Job gemacht. Überall hängt Blut dran und sieht aus, als wären da Fleischfetzen und so. Ne, also... Dann auch hier, das Zepter leuchtet rot mit den Augen und so.
Richtig, richtig cool. Und ja, dieses Outfit bekommt ihr, wenn ihr alles auf schwer macht, hier auch das Schwert nochmal, dass ihr es ein bisschen besser seht. Ne, das sieht auch cool aus mit den Gravierungen. Dann das Schild finde ich auch Hammer. Das Schild ist natürlich auch cool. Das leuchtet so rot. Das hat dann so ein Band rum. Also wirklich, die Outfits sind richtig, richtig cool. Ja, und so bekommt ihr dieses Outfit, wie gesagt. Aus dem Weg, Einfach die euer Prüfungen auf schwer machen Wetter. und wie immer gilt, die Prüfungen kommen auch wieder zurück. Also die ganzen Prüfungen auf schwer werden wiederkommen. Solltet ihr das Outfit jetzt noch nicht haben, dann ist natürlich klar, dass die Prüfungen wieder kommen werden. Die werden immer wieder wiederholt und dann kriegt ihr wieder die Chance, diese Prüfungen zu schaffen und dann natürlich das Outfit freizuschalten. Und ja, finde ich richtig Hammer. Also ich bin gespannt, wenn der neue Gott dazu kommt, welches Outfit dann dazu kommt oder welches Outfit man dann freischalten kann. Und ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Wie gesagt, 6 Tage habt ihr noch Zeit. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Sobek auf schwer besiegt. Und man kann natürlich auch noch Sachmet besiegen. Das werde ich natürlich auch nochmal machen. Und ihr habt, wie gesagt, jetzt 6 Tage Zeit. Und nicht vergessen, ich sage es nochmal extra, damit ihr es nicht vergisst, immer wenn ihr an der Prüfung teilgenommen habt, müsst ihr, wenn die Prüfung beendet wurde, also nach den 6 Tagen im Ubisoft Club, eure Teilnahme bestätigen. Also es reicht, wenn ihr einen Boss mindestens besiegt, also einmal Sobek oder einmal Sachmet. Das reicht vollkommen aus und dann habt ihr einfach die Bestätigung im Ubisoft Club. Ja, und ansonsten gibt es nicht wirklich viel dazu zu sagen. Ich hoffe wie immer, dass es euch geholfen hat. Ich hoffe auch, dass es euch natürlich Spaß gemacht hat. Und dann danke ich euch natürlich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.